Ihr wollt die Eins, ha? Sollte haben. Und obendrauf gibt's den Schnelldurchlauf der Plätze 10 bis 2. Gegen Raubkopien muss Robbie Williams wirklich nichts haben. Escapology schafft den Re-Re-Entry in die Top 10 der deutschen Albumcharts. Der Schneekönigin und ihrer Band wird's in den Top 10 langsam doch zu warm. Within Temptation und Mother Earth fallen von der 7 auf die 9. Nena legt mit ihrem 20-Jahre-Album eine wohlverdiente Pause ein auf Platz 8. Beyoncé geht langsam in die Cool-Down-Phase. Dangerously in Love schaltet 3 Gänge zurück auf die 7. Neil Young und seine Begleitband Crazy Horse haben eine Doppel-CD-DVD rausgebracht. Green Day holt auf Anhieb die 6. Platz 5 scheint vom Umtausch ausgeschlossen. Wir sind Helden und die Reklamation. Verdammt, Deutschland liebt dich. Uns hat keiner gefragt, aber Matthias Reim holt mit dem neuen Album Platz 4. Star Search The Voices beweisen Ausdauer. Das Album bleibt auf der 3. The Rasmus machen auf Gentleman und räumen die 1. Platz 2 für Dead Letters. Kommen wir jetzt zu Platz 1 in den Album Top 50. Und den hat mit satten 34 Millionen verkauften Teilen Shania Twain. Respekt. Und das im Dreivierteljahr nach VÖ. Nicht schlecht, aber die Frau ist hier eine ganz fixe. Die hat nicht etwa eine Platte veröffentlicht, nein. Also wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es einmal das grüne Doppeldecker-Country-Album, das rote Doppeldecker-Pop-Album und das blaue Latin-Asian-Album. Ja. Und dann hat die Plattenfirma gedacht, hey, da geht bestimmt noch mehr, und noch ein einfaches rotes rausgebracht und damit quasi den allerletzten Plattenkäufer überzeugt. Jawohl. Aber nächste Woche, da ist dann Schluss mit lustig. Ich sage, die New Angels räumen ab. Was genau bei rauskommt, das sehen wir später. Das war's für mich für jetzt. Hier erstmal Platz 1 in den Album Top 50 aus Up, Shania Twain mit Thank You, Baby.